Heute zeigen wir euch die 25 lustigsten und verrücktesten Momente im Sport. Bevor wir beginnen, vergesst nicht, dieses Video zu liken, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Während der Siegerehrung bei den Olympischen Spielen verzog Athlet Bradley Williams sein Gesicht ausgerechnet, als gerade die Nationalhymne lief. Bei einem Eishockey-Juniorenspiel kam es zu einem ziemlich unnötigen Foul, als der Puck schon längst weg war, aber seht selbst. Der Moderator fühlte sich leicht veralbert, als er den Text vorlas, der ihm auf dem Teleprompter angezeigt wurde. I hope you have enjoyed my T-Mobile Fave 5 list. I'm a dumbass. Ein Maskottchen wollte ein Kind vor einem anfliegenden Baseball schützen und wurde dabei selber getroffen. Im Gegenzug versorgte ihn das Kind dann umgehend medizinisch. Bei einer Spielpause in einem NBA-Game konnten Zuschauer Geld gewinnen bei einem riesigen Tic-Tac-Toe-Match. Diese Partie ging allerdings völlig daneben. Grace makes her second layup. Okay. Oh, Grace. Oh, Grace. Pay attention, Grace. Nope, kick. Nope, 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 Grace. Grace, she already pulled that spot. You gotta pay attention. Find a spot that's open. Oh, no. Oh, no. Oh, no. I am not sure what's happening here. Find an open spot. Find an open spot. Find an open spot. There it is. To put us all out of our misery. NBA-Spieler Kyle Lowry war wütend auf den Schiedsrichter, als dieser das Foul nicht pfiff, trotz seiner guten Schauspieleinlage. As he goes up right here, I, boom, caught him right up on the nose, yeah. Right on the first lead since it was 11. Because that just froze everybody and you had a 5-on-4. He almost had possession of the ball too. Lowry red hot when we come back to Philadelphia. Auch wenn das hier eigentlich die UFC ist, so erinnert die Beinbewegung von Joel Romero eher an Damenballett. Michael Jordan hatte damals eine sehr kuriose Tradition vor seinen Spielen. Er ging nämlich zu den Kommentatoren und klatschte mit Puder an den Händen. Das Maskottchen von Houston Astros ist wohl das coolste Maskottchen der Sportwelt. Der einzige mit noch besseren Moves ist allerdings dieser Security-Mann, der Astros. Ein Tennisspieler rutscht versehentlich unter das Netz bei dem Versuch, den Ball zurückzuholen und einen Punkt zu retten. Oh! Oh, he's under the net, he's down again. Slid right. I don't think I've ever seen that before. Have you ever seen that before? Not quite to that extent. Noch mehr Pech hatte Tennisspieler Noah Rubin, der so schnell auf dem Platz unterwegs war, dass seine Schuhsohle einfach mal vollständig abriss. His shoe. My word, well, we just said about the sliding. I'm not really that surprised that he's... Baseballspieler José Ramírez war so durstig, dass er einfach begann, Regenwasser zu trinken. Somebody's still having fun. It's really coming down here.
Aus Wut über seine üble Niederlage schlug ein MMA-Kämpfer aus Frustration versehentlich das Ringgirl hinter ihm, das arme Mädchen. Diese beiden Baseballspieler waren nach der Sommerpause so sehr aus der Übung, dass sie sich einfach gegenseitig umrannten. Der Tennisspieler Nick Kyrgios verlor mitten im Spiel seine Konzentration aufgrund eines Fans auf der Tribüne, die er als, Zitat, heiße Braut bezeichnete. Dieser K.O.-Schlag war so brutal, dass sein Gegner wie eine Statue zu Boden ging. Als ein türkischer Fan Stadionverbot erhielt, wurde er ein wenig kreativ und mietete einen Kran, um seine Fußballmannschaft von außerhalb des Stadions zu supporten. Es gibt wohl nichts Peinlicheres, als bei einem High Five einfach hängen gelassen zu werden. Als der Kameramann gerade Rafael Nadal während eines Tennisspiels filmte, rannte dieser direkt auf die Linse zu. So schnell, dass der Kameramann erstmal nach hinten umfiel, glücklicherweise aber unverletzt blieb. Während eines Hürdenlaufs fehlte eine Läuferin heftig dabei, eine der letzten Hürden zu nehmen. Replay there in the center of the picture, almost going over the hurdle in the center of the picture, almost going over the hurdle in the next lane. It's a good job she didn't hit one. All this, the very, very bad fall from Vesterlund. And that's very unfortunate. It's Vesterlund, yes, it was Vesterlund of Sweden. She really went down heavily there. Clip that. Der holländische Fußballtrainer Louis van Gaal warf sich hier vor dem Schiedsrichter zu Boden, um sein Argument zu verdeutlichen. Tennisspieler Goran Ivanisevic reichte einem Ballmädchen seinen Schläger und bat sie, anstelle von ihm zu spielen. Eine Aktion, mit der er nicht nur das Publikum, sondern auch das Ballmädchen begeisterte. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und klickt auf die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen.